Dakshina Chaturamsha Padasana, die rechte Vierfüßlerstellung, wird wie folgt beschrieben. Sitze auf den Fersen, dann setze dich rechts neben die Fersen, sodass der linke Fuß unten ist. Und dann gib das rechte Bein über das linke und gib die rechte Ferse Richtung Gesäß. Schaue dabei zur Nasenspitze und gib die Falte die Hände oberhalb des Bauches oder am oberen Teil des Bauches. Halte die Schulter nach hinten und schaue zur Nasenspitze hin. Das ist Dakshina Chaturamsha Padasana. Warum ist es Chaturamsha Padasana? Vierfüßlerstand. Du bist zum einen auf den Zehen, auf den Füßen, damit hast du zwei. Und du sitzt auch auf den beiden Gesäßhälften und somit hast du vier Füße. An vier Teilen bist du auf dem Boden. Dakshina, weil der rechte Oberschenkel oben ist. Diese Stellung kann dir helfen, dich zum einen gut zu verwurzeln an der Erde, so fest wie ein Vierfüßler, also stabiler, als wenn du als Mensch auf zwei Beinen bist. Und zum anderen hast du die Hände auf dem Bauch und das kann auch helfen, das Manipura-Chakra zu stimulieren. Du schaust dabei zur Nasenspitze. Insgesamt ist das eine Stellung, mit der du dich erden kannst und beruhigen kannst. Also eine Stellung, um ein zu hohes Vata zu beruhigen oder auch, wenn in dir Energien zu stark aktiv sind, dann nimmt Dakshina Chaturamsha Padasana ein, ist eine beruhigende, harmonisierende Stellung.